Hallo, und das hier ist SSF Player 2 und das ist mein Let's Play Swords and Sandals Emperor's Reign. Ich werde noch ein paar andere Swords and Sandals Spiele spielen, aber ich sag euch eins: ein gutes Gladiator-Spiel, auch ein bisschen brutal, aber gutes Gladiator-Spiel. Hier könnt ihr euch euer Skin auswählen, obwohl es schon den vierten und den fünften Teil gibt. Aber ich rate immer, ein Mensch zu bleiben. Den Hardstyle nehme ich immer. Das. Naja. Und blonde Haare immer. Das ist dann okay. Und hier. Oh. Hier könnt ihr eure. Also, ich erkläre euch alles einmal. Hier. Strength macht euch größer. Seht ihr? Und. Agility könnt ihr schneller laufen und könnt ihr dann mehr Waffen kaufen. Attack für mehr Angriffspunkte. Defense, damit ihr euch besser verteidigen könnt. Agility für mehr Leben. Charisma könnt ihr mehr Geld bekommen, wenn ihr zum Beispiel so furzt, weiß nicht. Es gibt so eine Attacke, wo man Charisma bekommen kann. Also besser gesagt, man kann dafür dann mehr Geld bekommen. Und Stamina habt ihr mehr Energie und Magie ist ist eigentlich nicht das Wichtigste, aber damit könnt ihr euch etwas Magie kaufen, Potions und so weiter. Na klar, ich verschwende mal alles zuerst. Bei mir bleibt es gerade ab und ja. Und Agility würde ich euch am Anfang auch viel geben. Attacke nur 2. Defense auch 2 und Vitality auch 2, weil ich brauche Leben am Anfang. Schauen wir uns einfach den Intro an. Es ist Player 2. Es ist Player 2. Yes, that was your name. But it seems an alternate science annoying has gone. And now here you are, logging into darkness. A forgotten prisoner at the Emperor's dungeon. Ah. A door opens and you are illuminated by the light. Dark shapes appear before you, solitaires. Hey! Get up, you worm! Enthuse, a voice! It's time! You are headed from the youth cell into a dark underground arena with several older friends in a massive world. Ah, that's such a silly place, number. On this game, and we're soon we will become gladiator, he say. Und Drastic Knight, irgendwas ist man, den euren Gegner hier besiegen muss, und wenn ihr es schafft, könnt ihr danach, seid ihr ein Gladiator werden. Also, wir kämpfen gegen Fubu Prisoner. Der gibt's schon, den gibt es auch in Swords and Sandals 3 und 4. Aber der ist mehr Magier dort. Aber hier ist er ein ganz alter Niva. Nach dem ersten Schlag ist er schon tot. Er greift euch nicht an, also habt ihr gute Chancen. Nur ein Schlag, er ist schon tot. Seht ihr? Und ihr bekommt 2500 Geld. Und hier haben wir schon mal weiteres Geld, die wir uns ausgeben können. Jetzt können wir mal ausgeben für Charisma und Stamina. Und was wir jetzt machen, ist uns ein Armor. Armor ist immer hier das Beste, was ihr euch kaufen könnt. Also, was ich euch am meisten raten würde, immer das wäre so das günstigste zu kaufen, weil je günstiger es ist, desto besser. Und das ist also das reicht schon jetzt für mich. Und jetzt gehe ich mal zum Weapons Schmied. Ah, da haben wir schon eine kleine. Nein. Und jetzt gehen wir mal zum Magic Shop. Das ist die Zauberin. Damit können wir erhänzen, Sachen enhancen. Zum Glück ist das erste Schwert nur kostenlos. Deswegen kann ich rate immer am besten euch tot zu nehmen, weil ich mag das gerne. Es ist schwarz und rot. Eis gibt's auch. Also es erkläre euch allein. Das sind die Flamme. Die kann euren Gegner verbrennen. Das ist Eis, die können ja, wie ihr wisst, können die ja ihn vereisen. Und ja, also vergiftet eure. Und das Tod bringt den Tod, also sozusagen. Ah ja, und ich habe gerade gelesen, hab nicht gewusst sogar, hab immer so gleich auf das Beste getan. Aber das Ganze gibt euch eine 10%ige Chance für mehr
Schaden, hier 20% und hier 30. Aber wir kaufen uns für 30%, weil sie gerade hier ist. Und dann gehen wir. Unser erster Kampf. Na klar. Der erste Kampf ist immer der am besten. Obwohl wir schon unseren ersten Kampf hatten. Schaut, ich weiß nicht, ob ihr gerade Angst habt vor dem Zack. Ah ja, stimmt. In der Mod spielt ihr nur so lang, bis euer Armor weg ist und euer. Bis euer Armor ab ist und ihr bis zum ersten Blut spielt. Also wer zuerst erst Blut verliert, hat verloren. Und er ist ganz stinksauer geworden. Und was ich euch raten würde, ist immer hier so zu speichern. Aber das geht nur in der Frühversion. Also leider nichts für Demo-Version im Internet. Auch wenn dort steht, es ist Full-Version, aber das ist nicht Full-Version. Ah, der schläft gerade. Und wir haben gute Chancen, ihn zu besiegen. Ha, sag ich dir. Na klar, ich spiele bis das Turnier beginnt. Na klar, jetzt fragt ihr euch, warum ich dieses Spiel gewählt habe. Ganz einfach, es ist ganz gut. Es ist mal als Abwechslung gedacht. Na, jeder würde mich dann vielleicht so fragen, warum ich das Spiel spielen würde. Das würdet ihr jetzt fragen, gell? Aber das ist mein Let's Play und hier haben wir Sword and Sandals and Peril Reign. Hier müsst ihr aber dafür Level 4 werden. Also werden wir noch bis zum Turnier spielen. Ah ja, stimmt, bei Turnier geht's dann zum Tod. Also einmal sterben, ist das Spiel vorbei. Aber nicht wirklich, wenn ihr gespeichert habt noch, dann habt ihr es gerade noch da. Ja, geschafft. Es geht weiter. Ha! Ja, hier habt ihr Win of the Crown. Da könnt ihr euer Charisma bekommen. Und das ist die Charisma. Wenn die voll ist, steht hier irgendwas mit interessiert. Weil am Anfang steht Borrowed of Two Tears. Das ist irgendwas so gelangweilt so. Das ist einfach nur. Ich mache immer das, damit ich mehr Geld bekomme. Aber Achtung, je besser der Gegner ist, desto mehr Geld knüpft ich ab. Und jetzt hole ich. Wenn ihr von diesen Tänzen, also davon erwischt wurde, dann kann er eine Runde nicht kämpfen. Ah ja, zum Glück hat er geschlafen, obwohl ich nichts kapiere, warum er geschlafen hat. Nein. Ja. Achtung. Ja, das ist endlich schlecht. Okay, jetzt geht's weiter. Und wir haben wieder 100%. Na klar, jetzt ist es. Meine Defense. Was ich jetzt verbessern könnte, wäre Vitality. Attacke und naja. Ja, seht ihr jetzt hier zum Beispiel, diese Potion könnt ihr euch bei ihm kaufen. Ah ja, ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr nichts bei ihm kauft. Er hat so ein Face da, ein bisschen unschön und ein bisschen blöd. Aber bei ihm ist es noch blöder. Er ist dann sauer, weil wir nichts kaufen, gell. Aber vielleicht hatten wir nur was zum Anziehen, gell, bräuchten wir. Ja, was ich euch raten würde, wir zum Beispiel hier Agility 6, dann können mindestens zwei Waffen in den Spiel an. Eine Schusswaffe und eine Handwaffe. Es geht jede. Ihr könnt hier nachprüfen, was ihr habt. Zum Beispiel Helm, Wristplate, Swordguards, Gauntless, Reavers, Chainguards, Sword and Shield. Ich hab grad noch kein Schild und so weiter. Oh ja. Es ist jetzt grad. Die Stunde ist zu spät. Und die Stadt ist leise. Du findest eine sehr große Weary. Weiß nicht, was es bedeutet grad. Willst du viel lieber bei der Straße schlafen oder spendest du Gold bei einer Taverne für die ganze Nacht? Ich habe sehr viel Geld, also gebe ich Taverne. Irgendwas in Cozy Knock, ich habe bezahlt und jetzt schlafe ich gut.
Jetzt geht's los. Unser erster Arena-Kampf. Und Tourname. Hier, jetzt geht's um Leben und Tod. Also, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber wenn ich es nicht schaffen werde, vielleicht. Es ist eigentlich ganz einfach, eigentlich ist es ein bisschen schlecht. Weil der erste ist eigentlich ganz einfach. Ha! Es gibt sehr viele Shots. Ich hab schon das Armor überschritten, meine ich. Bedeutet also, seht ihr, jetzt verliert er Leben. Er muss verlieren, weil sonst stirbt er nicht. Wir müssen ihn zum Sterben bringen. Achtung, Power! Es ist halt eine schlechte Animation, aber kommt aus Australien. Ich denke, es. Ach ja. Wer zum Beispiel SNG4 kennt, vielleicht. Falls jemand das von schreibt hin, der kommt auch aus Australien. Danke. Nein. Nicht wirklich. Ah, oh, das. Ein bisschen, wenn die schreien, ist es. Ein bisschen creepy. Also, so, ich angehe. Eigentlich haben die nichts getan, sage ich euch. Und eigentlich schon ein gutes Spiel. Hat gute Grafiken, mehr nicht so richtig gute. Und ja. Oh, ich hab sein Armor. Ah ja, stimmt. Wenn ihr den Armor abschneidet, also wegtut, ist es besser auch gut so. Autsch. Ah, jetzt ist es gerade Bored Silly. Die sind jetzt gelangweilt und die machen Albernheiten. So steht das gerade. Nicht meine Woche. Also das ist ganz einfach, wie ihr das schaffen könnt. Ah, das hat jetzt wehgetan vielleicht. Ha! Und jetzt, Koffer, tot, geschafft. Gladiator, für mich, hab's geschafft. Es ist ein Player 2 und dann nur noch 2 Kämpfe und das war's mit 10 Kämpfen. Nehmen wir uns noch kurz an. Hier könnt ihr nachprüfen, was ihr seid. Ob ihr besser seid oder nicht. Ja, okay, ich bin dann besser. Okay. Tanzen wie ein Idiot. Es gibt sehr viele, also wenn ihr das ist Schreien, also Taunt. Wenn ihr schreit und Glück habt, könnt ihr ihm Lehm abzocken oder so weiter. Aber nicht zu nah bleiben, sonst greift er an. Wenn ihr Glück habt. Und manchmal, es gibt 2 Arten von Glück. Dass er näher kommt oder zurück geht, oder dass ihr ihm das Lehm abzockt. Eigentlich ist es ganz einfach. Je besser euer Kampf ist, also so in Sword and Sandals 4, desto besser ist eure Taunting. Obwohl, in Sword and Sandals 3 und 4 sind auch die Animation Blutanimation besser. Weil erstens, naja, die Animation dafür ist ganz einfach. Die tun einfach so, wenn zum Beispiel Blut schon ins Spiel ist, dann ist es manchmal bei den Schwertern verblutet oder bei euren Rüstungen. Sieht dann schon gut cool aus, aber ist nicht so richtig. Oh nein, meine ist schon weg. Wenn ich jetzt ein Pech hab, dann verliere ich das Spiel. Obwohl, ich habe so viel, wie ich kann eigentlich so oft spielen, wie ich will, weil in der Full-Version speichert sich das alles. Ich werde es euch bald gleich zeigen. Weil ich nehme es auf Computerspiele und so weiter. Aber nicht im Internet. Ich habe euch den Link dazu, wie ihr es downloaden könnt. Oder wenn ihr es nicht wollt und die Demo-Version spielen wollt oder einfach nur mit Cheaten und so weiter. Und bei Nabtod, es ist ein Player, der beat Drax. Und besiegt und jetzt haben wir ein neues Level. So, ich würde lieber dafür geben, 2. Da Glitty 1 und hier. Attacke. Jetzt, the Champion of World Rights.